Ein herzliches Willkommen zum zweiten Spiel der Gruppenphase in der Champions League. Borussia Dortmund gegen Sporting. Genau. Jetzt fragt ihr euch, was macht der noch wieder? Sporting. An meiner Seite Danny Fritz, wie gewohnt bei den letzten Warm-up-Shows. Die haben wir immer zusammen gemacht. Wir haben heute Nachmittag noch einmal einen kurzen Hinweis bekommen. Ist auch okay. Sporting. Wir sollen Sporting sagen, nicht Sporting. Genau, also es ist erstmal hallo von meiner Seite auch. Sporting Lissabon ist so halt nicht richtig. Das ist im deutschen Sprachgebrauch, nutzen wir das so, aber der Club heißt eigentlich Sporting Clube de Portugal. So, Sporting Clube de Portugal. Das ist eigentlich im Prinzip genauso falsch, wie es auch nicht Arsenal London heißt. Es ist einfach nur Arsenal FC. Und wir sagen auch nicht Hertha BSC Berlin. Es ist Hertha BSC haben und so ähnlich. Haben wir aber auch vor ein paar Jahren genau, was ist ja richtig. Wir haben bekommen heute den Hinweis tatsächlich auch noch von unseren Kollegen. Wir haben so eine WhatsApp-Gruppe mit allen Medienverantwortlichen dieser Gruppe drin. Und die hatten darauf hingewiesen, weil wir diesen Livestream schon hatten aus der Youth League. Bitte, es ist Sporting CP dann oder so. Aber wir sagen einfach dann Sporting. Wenn du sagst Livestream Youth League, dann kannst du auch vielleicht das Ergebnis direkt sagen. Ja, viele, viele Chancen unserer ja. Jungs. Ja, also waren ein paar Dinger, wo ich sage, oh, den kann man machen. Den Nobby hätte ihn gemacht, ja. Auch in jungen Jahren schon. 0-0 am Ende, Punkt ist ein Punkt. Aber wurde nicht im Vorfeld auch von einem sehr, sehr schweren Spiel gesprochen? Ja, nochmal, die Jungs sind, es waren, ich will jetzt nicht sagen, das Ergebnis geht in Ordnung. Es war nicht so einfach, die Jungs haben es trotzdem gut gemacht. Vorne ist halt mal keiner gefallen, so Spiele kennen wir auch. Wie gesagt, Punkt ist ein Punkt, mitgenommen, alles gut. Jetzt sind wir zwei nicht den ganzen Abend alleine. Wir freuen uns noch auf einen Special Guest. Der ist allerdings noch nicht hier. Er wird gleich kommen. Kalle Riedle. Also irgendwie, wir drehen uns ab und zu mal um und hoffen, dass Kalle irgendwann dann bei uns ist. Ja, also wieder pickepacke, volles Programm. Schöne Bilder werdet ihr sehen. Oder Danny? Was haben wir überhaupt noch im Programm? Ja, im Prinzip eigentlich, wie ihr es von unserer Warm-up-Show gewohnt seid, natürlich gleich live die Ankunft der Mannschaft. Ungefähr so gegen, ja, 19:45 ist es offiziell geplant, dass sie hier ankommt. Dann auch direkt danach die Aufstellung. Ja, und da sind wir schon bei der ganz großen Frage. Wer kann überhaupt spielen? Wer steht zur Verfügung? Die ganz große Frage natürlich auch gestern auf der Pressekonferenz bei Trainer Marco Rose. Der hat sich dazu gestern schon geäußert. Und wir haben jetzt erstmal für euch die wichtigsten Aussagen von Marco Rose dieser Pressekonferenz zusammengefasst. Ja, portugiesischer Meister. Das sagt schon was aus, denke ich. Wenn du dich gegen Benfica und Porto dann durchsetzt. Gute Fußballer, klare Struktur im Spiel gegen und mit dem Ball. Eine gute Mannschaft und trotzdem ist morgen Abend Champions League, wenn die Hymne dann angeht und die Jungs gut regeneriert sind, glaube ich, dass es für uns nur darum geht, hier zu Hause die nächsten drei Punkte einzufahren, ein klares Signal an die Gruppe zu senden und wieder in die Erfolgsspur zurückzukommen. Jule Brandt hat gestern voll trainiert, ist dann, wenn das heute nochmal gut funktioniert, sicher eine Option auch für morgen Abend. Gio wird noch weiter ausfallen, ist noch nicht wieder im Teamtraining. Marco und Erling müssen wir schauen, wird eng. Wir machen das als Team, wir machen es gemeinsam, wir vertrauen den Jungs. Hauen uns da morgen rein, wollen für die Fans hier einen schönen Champions-League-Abend haben. Und wenn es ohne Erling sein muss, dann machen wir das auch. Ja, zittern um Erling und um Marco, das kommt jetzt für uns nicht überraschend. Wir sitzen hier wirklich auf heißen Kohlen. Wir haben leider auch noch keine Info. Ich glaube, wir werden es selbst erst gleich sehen, wenn wir die Bilder bekommen, wer denn aus dem Bus aussteigt. Aber Nobby, machen wir uns nichts vor, das Wochenende hat auch schon gezeigt, das sind halt schon zwei die dieser Mannschaft fehlen. Wir haben es in Gladbach gesehen, wie wichtig die beiden sind. Zum einen unser Kapitän Marco Reus als Anspielstation, als Verteiler, als Kommunikator, als Motivator. Er hat so viele Rollen in den letzten Wochen eingenommen. Und dann natürlich Erling, der Mann, der in jeder Sekunde eines Spiels ein Tor schießen kann. Das hat man gemerkt, das hat einfach gefehlt. Und mir hat Youssoufa fast schon ein bisschen leid getan. Er wurde da reingeschmissen, er ist 16 Jahre. Also da sollte bitte nicht jeder zu viel von erwarten. Er hat seine Sache wie immer ganz gut gemacht. Er braucht halt noch ein bisschen Zeit, aber es spricht natürlich
für ihn, dass der Trainer ihm jetzt schon zutraut, dass er von Anfang an in einem Bundesligaspiel mit 16 Jahren spielen kann. Wir waren gestern beim Training, wir hatten mal einen Livestream gemacht, Danny war im Büro und wir haben natürlich genau drauf geachtet, wer auf dem Spielfeld ist. Und da haben wir natürlich gesehen, dass Erling Haaland nicht dabei war. Aber es war auch Manuel Akanji nicht dabei. Es war auch, es waren ein paar nicht Mats dabei. Hummels, Meunier. Da habe ich heute Morgen direkt angerufen und habe gefragt, also bei denen keine Sorgen machen. Die sind definitiv dabei. Das nennt man individuelle Belastungssteuerung. Also die haben im Kraftraum trainiert. Bei Erling, vom Gefühl her würde ich mal sagen, Danny, es wird eng bis, kommt zu früh. Ich glaube, also ich sehe bei Marco eigentlich, weil er gestern draußen war, noch eine höhere Chance als bei Erling. Und dann muss am Ende des Tages auch einfach auch eine Vernunft walten und es dann nicht zu früh anzugehen, sondern zu gucken. Aber natürlich, um das nochmal darauf einzugehen, Erling ist halt schon nochmal, wenn der nicht dabei ist, ändert sich die Statik des Spiels komplett. Und das kannst du auch nicht vergleichen. Auch, Danny, auch die Einstellung des Gegners ändert sich. So. Das ist doch ganz klar. Du kannst einen Erling Haaland nicht mit normalen Mitteln aufhalten. Da musst du immer hellwach sein. Dass du einen Youssoufa, du hast es angesprochen, und auch einen Donny Malen nicht so anspielen kannst, wie du einen Erling anspielen kannst. Das ist klar. Und das ist halt nochmal ein Unterschied, als sag ich mal, ob du einen auf der 6, auf der 8 oder mal als rechten Verteidiger ersetzt. Das ist dann nochmal gerade im Offensivspiel ein großer Unterschied. Deswegen bin ich gespannt. Aber das ist Sporting. Die Jungs, die sind jetzt gerade auf dem. Sieht man im Hintergrund auch. Ja. Das sind also die Gäste. Jetzt hören wir's. Das ist Sporting. Die sind schon angekommen. Aber gestern zum Beispiel war auch Emre Can mit auf dem Feld. Ich habe gehört, dass er heute noch nicht mit dabei sein soll. Also das ist, man muss natürlich gerade bei diesen Verletzungen wirklich so vorsichtig sein und wir dürfen die Spieler einfach nicht so schnell ins Rennen schicken. Das ist zu gefährlich. Nachher haben die 8 Wochen Pause und damit ist ja keinem gedient. Es geht gegen Sporting Lissabon. Wie immer hast du Sporting. Sporting, ganz genau. Wir wollen natürlich noch viel mehr erfahren über Sporting und bitte, Danny. Ja, wir haben auch ein paar Bilder von Sporting, vom Abschlusstraining, die können wir dabei zeigen. Also Sporting, Clube de Portugal, hatte ich ja schon gesagt, die Löwen, wie sie genannt werden. Da haben wir sie im Bild, gerade hier jetzt auch den Trainer Ruben Amorim. 19-maliger Meister in Portugal, 64 haben sie den Europapokal, der Pokalsieger gewonnen. Das sind natürlich auch alles Zahlen, die kann man überall nachlesen. Spannend ist im Prinzip so ein bisschen, wenn wir uns mal die jüngere Vergangenheit anschauen von Sporting. Da habe ich dann auch 3 Stichpunkte vorbereitet. Die können wir uns gleich mal in der Grafik anschauen. Da können wir gleich mal überblenden. Das war wirklich unfassbar, was da in den letzten Jahren abgegangen ist. Und wer auch bei Sporting gespielt hat, da werdet ihr euch gleich umgucken. Genau, da kommen wir gleich zu dem ersten Punkt, wenn wir dann die Grafik haben. Also kann ich ja schon mal sagen, also Sporting ist im Prinzip der klassische Ausbilderverein. Also das ist einfach, die leben einfach von ihrer Jugendakademie. Unfassbar berühmt, immer wieder fantastische Spieler herausgebracht. Unter anderem, brauchen wir nicht erzählen, Zwei Weltstars. Richtig. Mit Cristiano Ronaldo und Luis Figo, 2 spätere Ballon d'Or-Gewinner. Also diese Jugendarbeit ist die Grundlage für ihren wirtschaftlichen Erfolg. Aber, und das war wirklich, muss man sagen, mit der Tiefpunkt in dieser Vereinsgeschichte. Vor 3 Jahren ist man ausgeschieden in der Europa League gegen Atletico Madrid. In der Liga, auch da lief es nicht so gut. Da sind klassischer Fall von Nerven verloren beim Präsident. Der hat dann 19 Spieler direkt mal suspendiert. Hat er dann zwar wieder intern zurückgenommen, aber Höhepunkt war dann, dass rund 50 Fans, man mutmaßt auch sogar angestachelt vom Präsidenten, das Trainingsgelände gestürmt haben und dabei die Spieler auch tätlich angegriffen haben. Unter anderem Bas Dost, wir kennen ihn noch aus Zeiten in der Bundesliga, Wolfsburg, ja. Verletzt und daraufhin haben dann Spieler wie Bas Dost, Bruno Fernandes, Rui Patricio, die haben dann einfach gekündigt. Boah. So, der Verein vor 3 Jahren also quasi am Boden und dann, und das wäre jetzt der letzte Punkt, wir sind schon wieder im Bild, aber machen wir es auch ohne Punkt, habt ihr gesehen, perfekt ausbalanciertes Team. Denn man hat sich dann wieder auf seine eigentlichen Tugenden zurückerinnert.
mit toller Jugendarbeit, einem Trainer, habe ich jetzt gesagt, Ruben Amorim, der noch relativ jung ist, Mitte 30, 36, bei Benfica gespielt. Der hat ein Team defensiv stabil, offensiv sehr torgefährlich. Und mit diesem jugendlichen Grundgerüst hat er innerhalb von 3 Jahren eine Mannschaft gebildet, auch wenn er jetzt erst ein Jahr da ist. Die sind halt im letzten Jahr zum ersten Mal nach 19 Jahren wieder portugiesischer Meister geworden. Und deswegen der Grund, warum sie heute hier sind. Tolle Geschichte. Überragende Geschichte. Und jetzt spätestens wissen wir, was uns heute erwartet. Eine technisch sehr, sehr gut ausgebildete Mannschaft, die fighten kann. Und wenn eine Mannschaft gegen Benfica und gegen Porto besteht und Meister wird, dann weiß man, das wird heute sicherlich nicht einfach. Absolut, deswegen, man darf sich auch von diesem ersten Ergebnis in der Champions League das nicht gegen, blenden lassen, überhaupt nicht blenden lassen. Du hast es gesagt. Also, 1-5, also 5-1 nein. Zu Hause gegen Ajax. Ajax ist auch ein gutes Team, nur das hat nicht wieder die wahre Stärke von Sporting wiedergespiegelt. Genau. Also wie gesagt, das ist auf jeden Fall auch für die ein absolutes Highlight-Spiel hier. Die werden alles reinwerfen. Ist ein wichtiges Spiel. Auf die Ausgangslage kommen wir nachher noch. Ich werfe nochmal einen Blick. Wir sehen jetzt hier Bilder. Da sind sie, unsere Gegner, also auch von Sporting schon angekommen. Und auch wunderbare Bilder hier. Schau mal, Nobby. Der das Bus ist mit der natürlich more goes not. Also das sagen, da ist jetzt wirklich perfekt. Gerade an den Westfalenhallen, an der U-Bahn- und S-Bahn-Station vorbei. Jetzt ist er gerade versteckt. Jetzt wird er gleich über die Adai-Straße dann in die Strobelallee einbiegen. Also es ist dann fantastisch, wissen, dass dann wir solche brauchen wir Bilder gar nicht bekommen. Viel mehr zu überbrücken, Danny, weil gleich kommt die Mannschaft. So, ich muss mal drauf gucken. Ihr müsst noch ein bisschen warten. Ich schau mal drauf, wer spielt. Genau, Nobby schaut drauf, weil wir dürfen die Aufstellung immer erst wirklich 75 Minuten vor Anpfiff rausgeben. So, jetzt konzentrieren wir uns aber auf die Bilder. Toll. Also, der Mannschaftsbus auf der Strobelallee, dahinter die Eishalle. Da kommt er angerollt. Schulle. Ich suche gerade die Drohne. Ja. So, aber wir können dann auch gleich mal wieder, wir verfolgen den Bus und sehen dann auch jetzt sicherlich gleich, wer da im Bus drin ist, wer da aussteigt. Strobelallee geht es jetzt weiter runter. So, da haben wir jetzt die Körnighalle da, so rechts im Bild. So, dann haben wir gleich den Durchgang, wo es dann halt runter geht, Richtung Südtribüne. Dann passieren wir gleich die Rote Erde. Kleines Sightseeing-Kurs noch hier durch Dortmund. Ah, guck mal, jetzt wird sogar aufgezogen. Dann kommen wir vielleicht sogar in den, sehen wir den Biergarten? Ja, guck, da ist der Vorplatz zur Roten Erde. Wenn man sich mal vorstellt, Danny, was da sonst los war, ja, beim Spiel mit 80.000 Zuschauern, dann ist da alles voll. Und was sehnen wir uns dem Moment entgegen, dass wieder Zuschauer ins Stadion dürfen, so viel wie reinpassen. Ja, das wäre wirklich. Wir sind ja froh, dass wir heute Champions League, Europapokalabend wieder mit Fans haben. Wir haben gesagt, 588 Tage ist es her, hier zu Hause gegen Paris. Das letzte Mal, dass wir auch die Warm-Up-Show live gemacht haben. Jetzt haben wir wieder Zuschauer. So, und da jetzt warst du 30, ne? Da hatte ich noch eine 3 vorne. Der war gar nicht schlecht. Der war nicht schlecht, aber da hatte ich auf jeden Fall eine 3 noch vorne, das stimmt. war nah dran. So, also der Bus biegt jetzt ab und jetzt bekommen wir sicherlich gleich auch die Bilder direkt unten aus den Katakomben. Ja, ich bekomme auch nachher die Info. Auf Kalle warten wir immer noch. Ja, ich schaue mal. Ja, er hat gerade geschrieben, das ist noch nicht aufgetaucht. Wer hat er geschrieben? Also Nina. Guck mal, schöner Blick schon. Was für ein Bild. Das schönste Stadion der Welt. So, und jetzt runter zur Mannschaft. Wir wollen wissen, wer aus dem Bus steigt. Das ist wahrscheinlich das Signal von Delta-Dreh. Das heißt, offizielle. Ach, guck dir mal, das ist ja fast das ist richtig mach romantisch. Bilder, mach Bilder. Da so. Kommt Schulle als erstes. So. Oh, fährt aber weit vor. Fährt weit vor. Oder wahrscheinlich, die müssen ja mit 2 Bussen wahrscheinlich noch ankommen. Ach so, stimmt. Ja, richtig. So, aber auf jeden Fall mit Spannung. Schauen wir, wer da jetzt so rauskommt. So. Die Augen gehen natürlich. Arne Niasser ist der erste Mannschaftsbetreuer. Schulle. Gut, der Sturm steht. Der spielt im Sturm. Da sehen wir auch den Doc Braun. So, hinten René Maric, Marco Rose.
Also, werden. Kalleken ist da. Ja, das ist doch schön. Ja. Perfektes Timing, also über die Bilder, die wir hier haben. Ja, genau. Kalle, du kannst durchgehen. Wir haben jetzt gerade noch die Mannschaftsankunft. Manuel Akanji sehen wir da. Marius Wolf steigt hinten aus dem Bus aus. Ja, noch frische Maske anlegen. Ordnung muss sein. Sehr gut, Manu. Gregor Kobel, Moda Hut. So, wir sehen, da, Marius Wolf mit langer Mähne. Moda Hut. Matthias Kleinsteiber. Thomas Meunier. Also haben wir auch gesagt, hat gefehlt gestern, aber ist auch dabei. Marvin Hitz. Pongracic. Gut gespielt erste Halbzeit in Gladbach. Ja, da gut gemacht. Da muss man wirklich sagen. Und so, da ist und der Kapitän. Das ist die erste gute Nachricht hier heute. Das ist die erste gute Nachricht. Marco Reus ist dabei. Axel Witzel ist dabei. Julian Brandt ist dabei. Auch dabei. Sehr auch schön. Auch gut, ja. Toto. Auch nach seiner Verletzung auch noch sich gut in Szene gesetzt beim Spiel gegen Gladbach. So, genau, da haben wir den angesprochenen Julian Brandt. Luca Unbehauen. Da Jude, so ein bisschen, glaube ich, wieder der Spieler der Stunde gerade. Muss man schon sagen. Mehr geht wirklich nicht. Ja. Jude ist einfach sensationell. Also ihm zuzuschauen, Renier noch dabei, okay. Dann kommt noch Donny. Donny Mahlen. So, jetzt sind, glaube ich, alle draußen. Alle draußen? Alle draußen und jetzt sind aber auch alle drin. Genau. Nämlich unser Gast ist da und da freue ich mich. Kalle ist da, ja, schön, ich auch. Kalle. Nobby, aber dann würde ich sagen, bevor wir jetzt auch zu den Fragen noch kommen, machen wir direkt die Aufstellung, weil das ist das, was die Leute sicherlich am meisten, am dringendsten interessiert. Okay. Wir können jetzt sagen, wer in der Startelf steht. So, wir haben es jetzt vorliegen und zwar im Tor wird Gregor Kobel sein. Ich vermute eine Viererkette. Links Guerrero, Hummels, Akanji, rechts Meunier. Dahoud und Witzel, denke ich, davor. Reus, Hazard, Bellingham und Mahlen. Also Bellingham wieder ein bisschen. 4, 2, 1. Ich glaube, Boris würde jetzt ein völlig neues System kreieren. Aber ich glaube, dass wir hinten auf jeden Fall wieder mit einer Viererkette spielen. Würdest du das auch so sehen? Ja, Viererkette. Ich gehe auch dann von aus, von einer Raute. 4, 3. Ja, also mit Bellingham davor, ja. Dann Entschuldigung, mit Witzel davor, ja. Offensiv dann Bellingham, Dahoud und dann wichtig, der Capitano. Das ist ganz wichtig, Capitano von Anfang an dabei, Thorgan Hazard wieder in der Anfangsformation und auf der Bank, ach so, das habe ich noch nicht. Ja doch, Bank kann ich sagen, also da vorne Donny und Thorgan auf der Bank, Marvin Hitz, Luca Unbehauen, Felix Passlack, Nico Schulz, Youssoufa Moukoko, Ansgar Knauf, Marin Pograncic, Marius Wolf, Julian Brandt und Renier. Ich denke, wir haben noch ein gutes Team zusammengekriegt. Ja, aber auch das, was wir befürchtet haben, Erling Haaland fehlt. Er wird nicht dabei sein, das ist natürlich nicht schön. Und die erste Frage natürlich an Kalle. Zittern um Marco Reus und Erling Haaland. Jetzt ist es gewiss, Marco ist dabei, Erling nicht. Was sagst du dazu? Ja, wir haben ja, glaube ich, im letzten Spiel gesehen, wie die zwei fehlen. Ist ja gar keine Frage. Nachdem jetzt Marco wieder zurück ist, ist es natürlich für uns ein Riesenvorteil. Ich meine, war in der Top-Verfassung vor seiner Verletzung. Und dass Erling nicht dabei sein kann, ist natürlich schlimm. Aber trotz alledem müssen wir versuchen, das zu kompensieren. Man hat es vielleicht am Wochenende ein bisschen gesehen, dass die Anspielstation vorne einfach gefehlt hat. Die Körperlichkeit von Haaland war nicht da, aber auch Marco Reus in der Rolle des Ballverteilers. Des Ballverteilers, wie er es immer gemacht hat die letzte Zeit, das hat natürlich gefehlt. Moukoko hat sich gut bewegt, war öfter mal anspielbar, Mahlen war anspielbar, aber ist natürlich allein von der Körperlichkeit, was Haaland mitbringt, natürlich eine ganz andere Nummer, würde ich jetzt mal sagen. Und von dem her gesehen war es natürlich in der Durchschlagskraft vorne drin nicht ganz so einfach.
Du als alter Hase im internationalen Geschäft, was muss anders bzw. besser gemacht werden als am Samstag gegen die Gladbacher? Ja, ich glaube, wir müssen einfach an das anknüpfen, was wir davor gemacht haben. Das war alles recht gut. Wir müssen schauen, dass wir Marco wahrscheinlich gut ins Spiel bekommen. Ich denke, auch Sporting wird sicher versuchen, hier was mitzunehmen. Also ich erwarte jetzt nicht eine ganz destruktive defensive Mannschaft, sondern sie werden versuchen mitzuspielen. Und dann müssen wir schauen, eben, dass wir Marco und vor allem auch die Außen gut in Position bringen. Ist Sporting vielleicht nach dem 1:5 zu Hause schon ein ganz klein wenig unter Druck? Ja, auf jeden Fall. Also sie müssen liefern, weil ansonsten wird es natürlich wahnsinnig schwer, dass man sich in der Gruppe durchsetzen kann. Unser Trainer, du hast es in den vergangenen Tagen, Monaten gesehen, der ist recht offensiv eingestellt, was uns natürlich als Zuschauer sehr viel Spaß bereitet. Wie siehst du Marco Rose? Ja, super. Also ich glaube, es war natürlich nicht ganz einfach nach der letzten Saison und jetzt natürlich auch nach dem ganzen Theater mit Gladbach, was da war. Aber ich finde, er macht einen super Job. Die Mannschaft spielt einen super Offensivfußball. Natürlich muss er die Baustellen hinten drin, wir kriegen zu viele Tore bei den letzten Spielen, die muss er irgendwie versuchen abzustellen, aber ich bin da eigentlich sehr optimistisch, dass das auch gelingen wird. Aber ich glaube, er ist ein sehr, sehr guter Trainer und passt eigentlich perfekt hier zum BVB. Wir sind immer total positiv, ja, oder? Kalle, das sind wir nun mal. Danny, hast du noch was? Ja, ich hätte gerne die Aufstellung von Sporting, die liegt leider bei mir noch nicht vor, aber okay. Zumindest kann ich euch schon sagen, dass auch da der beste Stürmer Pedro González, der Torschützenkönig auch im letzten Jahr, nicht dabei ist. Also auch da fehlt der Topstürmer. Vielleicht können wir ganz kurz noch mal einblenden jetzt die Grafik. Die haben wir auch vorbereitet, die Ausgangslage in dieser Gruppe. Ihr habt es gerade schon mal angesprochen. Da haben wir auch die Tabelle kurz mal vorbereitet. Da haben wir es wunderbar. Vielen Dank an die Regie. Also heute hier unser Duell gegen Sporting. Und dann haben wir heute, das läuft schon, das Spiel zwischen Ajax Amsterdam und Beşiktaş. Da steht es zur Pause 2:0 für Amsterdam. Das ist also die Ausgangssituation in der Gruppe. Und ihr habt es ja gesagt, wenn Amsterdam gewinnt, sind da 6 Punkte. Für Sporting habt ihr gesagt, das ist für die schon wichtig. Aber ist halt vielleicht heute vielleicht trotz, dass Erling nicht dabei ist, ist ein Sieg heute Pflicht, weil man kann einen großen Schritt machen Richtung Achtelfinale. Man kann, Schritt, der ist schon extrem groß, wenn dann wären 2 Mannschaften mit 6 und 2 mit 0. Mit 0, also das, ich denke auch, dass das ein Riesenschritt wäre, wenn man das Spiel heute gewinnt. Es wird wahrscheinlich einfacher zu gewinnen sein hier in Dortmund als in Lissabon. Wir hatten ja vor ein paar Jahren, glaube ich, schon mal das Vergnügen, gegen Sporting zu spielen. Das war schon ein recht enges Spiel. Da ging's schon. Aber beide gewonnen. Ja, wir haben beide gewonnen, aber es waren enge Spiele. Also sowas nicht. Und von dem her gesehen, denke ich, wird es schon heute etwas einfacher sein, hoffentlich. Was verbindest du mit Sporting Lissabon? Mit Sporting, wir sollen Sporting sagen. Was weißt du über diesen Verein, über die Mannschaft? Relativ wenig, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich habe es jetzt die letzten Jahre auch noch mal so verfolgt. Ich meine, wir waren da. Ist immer eine wahnsinnig tolle Atmosphäre in Portugal, speziell da in Lissabon. Aber über die Mannschaft kann ich dir jetzt relativ wenig sagen. Jetzt gucke ich mal. Ich glaube, dass Danny die Aufstellung hat. Genau. Also im Tor ist Adan. Dann haben wir, ich muss jetzt einfach der Reihe nach, ich habe es jetzt taktisch nicht mehr. Mateusz Reis spielt, Fedal, Kapitän Coates wahrscheinlich. João Palhinha, Mateusz Núñez spielt, Luis Neto. Dann die Leihgabe von PSG, Sarabia vorne drin, sicherlich ein gefährlicher Mann. Thiago Tomás, Paulinho und dann, auf den müssen wir aufpassen, rechts Pedro Porro. Ist der Mann, der in den letzten beiden Spielen für Sporting jeweils das Siegtor erzielt hat. Also auf den, auf der rechten Seite, da wird viel Arbeit zukommen auf wahrscheinlich Rafael Guerreiro. Aber wie gesagt, am Ende, das hatten wir eben auch schon erwähnt, das ist jetzt nicht diese Mannschaft der ganz großen Namen, das ist immer... Die stehen für ihre Jugendarbeit, viel aus der eigenen Jugend und das ist einfach eine geschlossene Mannschaft. Funktioniert. Richtig. Mit einer sehr guten Balance im Spiel. Also da werden wir uns heute drauf einstellen müssen, ja. Also, zweiter Spieltag der Champions League. Borussia Dortmund gegen Sporting. Und im ersten Spiel ging es nach Istanbul gegen Beşiktaş. Und da haben wir gewonnen und die Bilder schauen wir uns natürlich zur Einstimmung jetzt noch einmal an. Bin entlassen, oder wie?
Brazilian Maps. Ja, das war gerade ein Ausschnitt aus unserem Inside Champions League. Das machen wir auch bei jeder Champions League-Begegnung. Das ganze Video mit reichlich Behind-the-Scenes-Material seht ihr natürlich immer noch bei BVB TV und bei YouTube. Behind the scenes. Behind the scenes. Also, genau, da, deswegen auf jeden Fall. Du Engländer. Ja, behind the scenes. So, Kalle, wir haben die beiden Aufstellungen gehört. Wie muss der BVB das Spiel angehen? Was muss er tun, um die drei Punkte hier zu wahren? Also auf jeden Fall hochkonzentriert angehen, aus einer richtig kompakten Abwehr spielen, dass wir natürlich jetzt nicht gleich ein Gegentor bekommen. Und ich glaube, wir müssen einfach versuchen, Sporting unser System aufzudrücken, unser offensiven Fußball durchzubringen. Und dann bin ich relativ optimistisch, dass wir das Spiel auch nach Hause fahren. 25.000 Zuschauer. Wir freuen uns auf die Partie. Und ich habe gehört, Danny hätte noch ein gutes Omen für das heutige Spiel. Ich kenne es noch nicht und bin jetzt natürlich genauso gespannt wie ihr. Ja, es ist auch gar nichts mehr neu, weil Kalle hat es natürlich schon erzählt. Vor 5 Jahren sind wir schon auf Sporting getroffen. Auch in der Champions League, beide Spiele haben wir gewonnen. In Portugal 2-1 und hier zu Hause mit 1-0. Und auf dieses siegbringende Tor, da wollen wir jetzt nochmal schauen. Das nehmen wir nochmal so als Mutmacher mit. Hier haben wir es, langer Ball von Sokratis, damals in der 12. Minute schon. Pulisic, der nimmt Mario Götze mit rechts raus, dann auf Matze Ginter und dann Flanke und in der Mitte Adrian Ramos in, ich würde sagen, Karl-Heinz Riedle-Manier, Köfter. Naja, so gut war es jetzt auch nicht. So gut war es jetzt auch nicht. Also, das war schon gut. Ja, da gut gemacht. Das war damals. Schau, da steht er gut drin. Ja, das war das Tor. 1-0 hat uns damals, wie gesagt, das Achtelfinale gesichert. Soweit sind wir heute noch nicht. Und wenn ihr die Namen gerade gehört habt, da sind ganz schön viele Ex-Borussen dabei gewesen. Und wirklich, ich habe mal geschaut, der einzige Akteur von damals, der heute noch auf dem Platz steht, ist Rafael Guerrero. Also. Rafael Guerrero. Ja, Felix Passlack ist dabei, okay. Hat damals nicht gespielt, aber es ist dann Rafa. Viel passiert in 5 Jahren. Das sieht man, wie sich alles schnell entwickelt. So ist Fußball. Also, das war's von eurer Warm-Up-Show. Drückt unseren Jungs die Daumen, dass wir den nächsten 3 einfallen, weil dann haben wir nicht einen Riesenschritt, sondern dann haben wir fast schon einen Kilometer Vorsprung auf die anderen Teams. Das war's. Letzte Wort, ihr beiden. Was möchtet ihr noch an Mann bringen? Wir wollen ein tolles Spiel sehen und viele Tore für uns. Ich mache mal ein bisschen Werbung noch. Also ihr könnt jetzt umschalten, wenn ihr das Spiel live verfolgen wollt. Heute Amazon Prime, da läuft mittlerweile auch die Champions League. Der Kollege Ovo turnt da auch irgendwo rum. Oder Netradio, wisst ihr ja. Könnt ihr auch immer live dabei sein. Bisschen emotionaler als das Zweitgenannte. Also, da könnt ihr auf jeden Fall dieses Spiel heute live verfolgen. Ja, und hoffen natürlich, was ihr sagt, auf ein erfolgreiches Spiel. Alles klar. Okay, bis dahin. Tschüss.